Okay, das heißt, wir können zweimal das spielen und zwar und dreimal das. In jeder Instanz der täglichen Geheime gewährt die Öffnung der Truhen bei den ersten drei Malen den Buff. Waffen violette Qualität oder höher zu erhalten, sowie die doppelte Chance, Matrizen zu erhalten. Diese Buff kann mit gemeinsamem Vorratschip 1 gestapelt werden. Das heißt, wir machen einmal das hier. Am besten auf Stufe 7, weil höher werden wir es nicht schaffen, vermutlich. Und wir machen einmal dimensionale Prüfung mit der Vollstreckerprüfung, dimensionale Prüfung, oder? Das ist ja auf jeden Fall ziemlich cool. Halt die Frage, ob ich zu dieser Uhrzeit hier schon ein Team finde. Ja, lass uns schnell Hedas machen. Das geht ja deutlich schneller. Die ersten zwei Male kriegen wir nämlich hier auch einen Bonus. Quasi mehr Materialien bekommen. Okay, man kriegt jetzt zwei. Kriegt zwei goldene. Immerhin, ja. Thank you.
So, dann probieren wir es mal. Ansonsten habe ich immer noch auf der künstlichen Insel einiges offen. Immer noch einige viele. Dinge offen. Ah ja, und dann geht's direkt los, ist klar. Ist klar. So, bin ich mal gespannt, wie das Glück hier jetzt auf unserer Seite ist mit diesem Vollstrecker. Die ersten drei Kisten, das heißt, in der Theorie müsste was bei rumkommen, ne? Problem ist halt die erhöhte Wahrscheinlichkeit von sehr wenig, es bleibt halt sehr wenig. Erstmal ins Ulti rein. Ihr macht Alex morgen auch irgendwas, oder? Heute nicht. Mal rumlaufen würden. Eins haben wir schon mal gekillt. Okay. Alter, ich habe eine Zero-Matrize bekommen. In der ersten Kiste.
Auch wenn Zero nicht gut ist, aber ich habe eine Zero-Matrize bekommen. Holy shit. Ich glaube, hier ändere ich mal kurz die Waffen. Einfach eine Matrize in der ersten Kiste. Was? Keine Chance, durch die Dingsbums zu verhindern. Das geht doch schon deutlich schneller. Und einfach drei Mirrors auf den drauf. Gar keine Chance, irgendwie zum Ulti zu kommen. Ah, immerhin eine Serum-Matrize. Und ein Gürtel.
Zero Matrize in der ersten Kiste und ein Gürtel im dritten. Das. Okay. Das hat auf jeden Fall quasi schon seinen Vollstrecker-Dingsbums erfüllt. So. Hier sieht man jetzt nichts mehr von ab, ne?